Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar hat Rituals eine Limited Edition Box rausgebracht und zwar mit Rituals zusammen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es ist eine Kooperation mit Rituals, was ja so eine mega nice Pflegemarke ist so für Körper. Ich liebe die Duschschäume, auch wenn diese Duschdinger relativ schnell immer dem Ende zugehen, also relativ schnell leer werden. Die haben tolle Körperpflegeprodukte, die Bodybutterse, sagt man das? Eine Bodybutter, noch eine Bodybutter. Ja, mega geil. Die Peelings sind gewöhnungsbedürftig, würde ich mal so sagen, weil die immer so eine Ölschicht mit dabei haben. Aber ich habe schon, ihr merkt es, ich habe sehr viel von Rituals schon ausprobiert und ich liebe es. Die haben aber auch nicht nur Körperpflege, sondern auch Gesichtspflege und das ist Rituals of Namaste. Das sind ja diese verschiedenen Rituale, die gemacht werden. Mein Lieblingsritual ist das von Sakura, weil ich liebe diesen Duft von Kirschblüte und Reismilch, ist es ja quasi. Ich rede. Okay, das hier ist jetzt mit Ritual of Namaste und ja, matt, roségold und glänzende roségoldene Punkte sind da auch mit bei. Sehr schlechtes Design. Aber wunderschön und die Box an sich ist so im Marmor-Design. Also ich fahre schon tierisch auf diese Box ab. Ich habe sie super schnell bekommen. In diesem Boxendeckel steht aber auch noch was drin. Und zwar habe ich Namaste die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Es wird Namaste ausgesprochen. Das wusste ich gar nicht. I bow to you, my soul honors your soul. I honor the light, love, truth, beauty and peace within you, because it is also within me. In sharing these things we are united. Oder united? We are the same, we are the one. Also das ist so eine Einheit jetzt quasi suggerieren. Alles gut. Wir eskalieren ein bisschen und machen die Box jetzt endlich mal auf. Ich habe ein Seidenschleifchen, das ich einmal öffne. Und hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Hier sind die Produkte nochmal kurz beschrieben, inklusive der Preise, die ich euch hier einblende. Und Kurzbeschreibung, ne? Also das ist quasi einfach nur so ein doppelseitiges Heftchen. Ansonsten haben wir, wir haben aber schöne Produkte drin, im Heftchen, wo drin steht, was drin ist, halt auch so unterschiedliche Möglichkeiten aufgeführt, weil es ja normalerweise so eine monatliche Abo-Box ist. Wenn du Bock auf so ein Glossybox-Abo hast, dann schau gerne in der Infobox vorbei, verwende gerne meinen Rabattcode, Claudia, RSQ müsste das sein. Es ist so ein Freunde-Werben-Freunde-Code und da bekommt man, glaube ich, 5 Euro Rabatt auf das erste Abo und gönn dir hart, ne? Kostet normalerweise jetzt 12,50 Euro pro Box. Die Glossy Box halt, aber die bringen auch Limited Editions raus und auf die fahre ich immer tierisch ab. Auch dieses Seidenpapier finde ich wunderschön, das ist so Glitzer. Das ist nicht nur glänzend, das sieht aus wie Seide jetzt auch so im Bildschirm. Und das ist gar nicht richtig zugeklebt, was ich gut finde, dann kann ich das nämlich 1:1 so weiterverwenden. Und sieht das nicht so geil aus? Wahnsinn, also wir haben hier auch noch ein Zusatzgeschenk mit dabei. The Ritual of Namaste Intense Hydrating Serum. Holen Sie sich Ihr Produkt im Store ab. Das Ding ist, dass die halt nicht alle Produkte in die Box mit reingekriegt haben. Dieses Serum nämlich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht einfach nicht geliefert wurde. Dieser Gutschein ist in allen Filialen in Deutschland gültig mit dem Barcode XY. Ja, ich hätte jetzt gehofft, dass man tatsächlich auch, also bis 31.08.2021. Ich hätte gehofft, dass man hier auch irgendwie so einen Online-Code mit dabei hat, dass ich das gegebenenfalls, wenn ich online bei Rituals was bestelle, das dann mit dazu bekomme. Okay, ne? Das heißt, man muss halt schauen, ob man irgendwo einen Rituals-Store in der Nähe hat. Wir haben einen ungefähr eine halbe Stunde von uns entfernt, das weiß ich, in einer größeren Stadt, die bei uns in der Nähe ist. Und ja, vielleicht hat man ja die Möglichkeit, dass, nee, Douglas oder so kannst du es ja auch nicht einlösen, ne? Weil der wäre relativ nah dabei. Genau, ausgenommen sind Department Stores, Flughäfen und Outlets. Okay, gut. Dann nehme ich mal das erste Produkt raus. Das hatte ich auch schon mal. Das ist The Ritual of Namaste Purify Velvety Smooth Cleansing Foam mit Moringa und Holy Lotus ist wohl die Inhaltsgeruchsbezeichnung. 30 ml sind hier enthalten. Den hatten wir auch öfter schon mal in Boxen, in Adventskalendern mit drin. Das ist so ein Gel, was das Gesicht so reinigt und was man halt so schön als Double-Cleansing-Produkt verwenden kann. Ne? Erst nimmst du dir einen Abschminkbalsam oder so, machst das Gesicht sauber, nimmst die Geschichte, die bunten Farben aus dem Gesicht runter und danach nimmst du dieses Produkt. Hat mich jetzt beim letzten Mal, als ich das hatte, nicht so ultimativ umgehauen. Aber na, wir gucken uns das auf jeden Fall mal an.
Und dann nehme ich hier mal das Größte raus, und zwar ist das Purify Skin Brightening Face Exfoliator. Okay, das ist ein gesichtsaufhellender Peeling-Gedönsen. Das war total großartiges Deutsch, Claudia. 75 Milliliter sind hier enthalten. Allein die Verpackung von Richards ist schon mal hammermäßig geil. Und ja, das schaut, das wird dann auch wohl eine Originalgröße sein. Schaut so aus. Ich weiß gar nicht, rieche ich jetzt so nichts raus? Okay, ja, wie wende ich dich denn überhaupt an, mein Freund? Exfolierende, nee, das ist Schwedisch, ich kann kein Schwedisch. Ein Reinigungspeeling, okay, das ist dann einfach ein Reinigungspeeling. Ich hoffe, das hat auch, ich mag ja nicht so gerne chemische Peelings, da ist meine sensible Haut immer ein bisschen irritiert von. Bei ja, mechanischen Peelings sagt die ja hallo, Hormen raus. Ich guck mal eben. Es kommt hier so ein bisschen... Oh, ich kann meinen linken Arm nicht hochheben. Ich habe hier ein Au. ich habe gestern einen Pieks bekommen und deswegen kann ich meinen Arm nicht richtig heben. Das tut ein bisschen weh. Okay, Gott sei Dank. Es ist ein mechanisches Peeling. Ganz, ganz feine Peeling-Körner. Ich überlege gerade, hatte ich das nicht sogar schon? Weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. Aber ja, das hat ganz feine, man sieht sie kaum. Also man sieht sie gar nicht eigentlich auf der Hand, ne? Ja. Sehr schön. Ja, wird auf jeden Fall seine Anwendung bei mir unter der Dusche finden. Das ist schön. Fürs Gesicht. Ne, Sammy, so ist das. Dann habe ich hier das nächste Glow. Glow kann ich immer gut gebrauchen. Ich verwende gerne Glow-Seren, Glow-Produkte auf meine Haut, um mein Gesicht zum Strahlen zu bringen. Denn von Natur aus ist meine Haut sehr matt. Und dann ist immer so der Wunsch, ich möchte sie zum Strahlen bringen. Wenn man eher ölige oder Mischhaut hat, ist es meistens so, ich will jetzt nichts pauschalisieren, aber dann ist es meistens tatsächlich so, dass man lieber mattierende Produkte verwendet. Und hier habe ich jetzt ein Produkt, was für mich dann perfekt sein könnte. Anti-Aging, vielen Dank übrigens, Eye Concentrate, Saffron Flower und Holy Lotus. Oh, guck mal, das ist für die Augen. Ein Augenserum finde ich natürlich noch besser, weil dann wird es ja auch aufhellen, ne? Dass die Augenschatten so ein bisschen weggemacht werden. Das ist schon cool. Anti-Aging Eye Konzentrat, 15 Milliliter. Also das ist so groß, das Ding. Da würde ich nicht denken, dass da nur 15 Milliliter drin sind. Ne? Schaut so aus. Ist auch richtig, richtig schön. Und wenn das halt ein sehr flüssiges Produkt ist, dann werde ich mir das einfach so unter die Augen und vor der Augencreme aufgeben. Ansonsten, wenn das ein dickflüssiges oder ein festeres Produkt ist, gebe ich mir das dann komplett nur als Augenpflege auf. Ne? Genau, das ist schön. Das lasse ich aber noch zu, weil Augenpflege ist immer so eine Sache für sich. Die sollte man nicht einfach so offen, lange offen lassen, weil die schnell dann kippen können. Und gerade die Augenpartie ist immer sehr empfindlich, genau. Hier steht jetzt, doch 6 Monate ist es dann auch nämlich nur nach Anbruch haltbar. Muss man ein bisschen aufpassen, aber das finde ich gut. Ne? Also wir haben jetzt schon was zur Reinigung, wir haben was zum Peelen, wir haben was für die Augen. Gucken wir mal, ob wir auch jetzt mehr noch so fürs Gesicht an sich bekommen. Hier habe ich jetzt den Natural Booster Hyaluronic Acid, also Hyaluronsäure kann ich wirklich, also her damit. Und Skin Hydrator, sowas von her damit. 20 Milliliter sind hier enthalten. Das ist, wenn das ein Serum ist, relativ wenig, weil in Serien hat man normalerweise so 30 bis 50 Milliliter drin. Ja, das scheint wirklich ein Serum zu sein. Das sieht aber sehr schön aus. Das ist so ein Milchglas. Und hier wird auch nochmal beschrieben, warum Hyaluronsäure so wichtig ist. Das ist, also Hyaluronsäure bekannt ist für seine langanhaltenden und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften. Und es hilft die Haut einfach mehr Elastizität und Plumpness, Aufgepufftheit zu bekommen. Finde ich nice. Und das ist ein ganz, ganz flüssiges Serum. Das ist schön. Das mag ich gerne. Das ist toll. Okay, und eins haben wir hier noch drin. Dann müsste es das gewesen sein. 1, 2, 3, 4. Gutschein 5. Und dann ist das hier jetzt das 6. Produkt in der Box. Und zwar das Ageless Restoring Face Oil. Also, ich sag mal so, wenn man diese Box sich gekauft hat und man ist jetzt so 20, dann ärgert man sich wahrscheinlich, weil super viele Anti-Aging-Produkte mit drin sind. Man kann die aber natürlich auch mit der Mutter oder so teilen. Ne? Genau, 30 Milliliter haben wir drin. Siehst du, für ein Gesichtsöl ist das doch schon mal eine feine Sache. Gesichtsöle muss ich halt auch wiederum gucken. Nicht, dass die Haut nachfettet oder so. Verwende ich eher weniger im Sommer und mehr so Richtung Winter hin. Aber das sieht schön aus. So eine Pipette und das sieht richtig schön aus. Ich meine auch, dass es in der Sneak Peek mit drin war.
super schönes, ansprechendes Produkt. Das ist cool. Womit ist das nochmal? Was habe ich vorgelesen, oder? Nee, mit Gotu-Cola und Süßmandelöl. Was ist denn Gotu-Cola? Gotu-Cola ist bekannt für seine verjüngenden und Anti-Aging-Eigenschaften. Okay, und hier sind dann quasi die beiden Produkte auch an der Seite als Bild abgebildet. Als Bild abgebildet, läuft bei dir. Nee, mag ich. Finde ich toll, sind großartige Produkte hier drin. Und wenn ich bedenke, dass ich 35 Euro dafür ausgegeben habe, ist das richtig klasse. Ich glaube, Rituals Produkte sind ziemlich hochpreisig. Ja, du hättest alleine mit diesem Restoring Face Oil, was 35,90 Euro wert hat, schon die komplette Box rausgehabt. Also du kommst hier schon auf einen feinen Wert. Ne? Aber das war auch angeteasert worden, deswegen. Finde ich richtig klasse. Gut, wir haben jetzt ein Gesichtsöl und diesen Hyaluronsäure-Booster mit dabei. Das Gesichtsöl kann man sich dann wahrscheinlich eher Richtung Abend, so als Abendöl aufgeben und darüber dann die Nachtcreme und das Hyaluronsäure-Produkt dann wahrscheinlich eher morgens. Ich persönlich finde die Box geil. Also ich finde es schön, dass ich die Box mir gekauft habe. Ich habe es auch auf Instagram angeteasert bzw. auch gepostet. In meiner Story mache ich das ganz gerne, wenn es solche Spezialeditionen von Boxen gibt oder coole Deals, die ich so online finde oder die ihr mir schickt, teile ich das halt super gerne. Und ja, ich finde es cool, ich mag die Box und ich hoffe, ihr konntet auch eine ergattern. Die war aber relativ lange auch verfügbar. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich, au, doof Idee, ganz doll gedrückt von mir. Warum mache ich das? Das tut weh. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!